Wir kommen jetzt allerdings erstmal zu einem ganz wilden Moment, der gleich passiert. Und der passiert vor allem auch für euch Talente. Denn in den Battles haben die Coaches das Coach-Duell gespielt. Und da habt ihr, liebe Talente, ja, abgestimmt und gesagt, wer zu welcher Eigenschaft quasi die meisten, ja, Stimmen kommt. Und Lena hat dieses Coach-Duell gewonnen. Genau. Lena wusste tatsächlich darüber Bescheid, was ihr Talent über unsere Coaches gedacht habt. Haben wir das jetzt eigentlich richtig erklärt? Es ist aber eigentlich auch egal, weil Lena hat gewonnen und das, was jetzt dabei rauskommt, das sehen wir jetzt. Ja, ich bin sehr gespannt, denn was passiert eigentlich jetzt hier gleich? Was hat sie sich ausgedacht? Wir wissen es eigentlich alle nicht so richtig. Sie führt ganz alleine Regie, sie hat das Ganze inszeniert. Ja, ich glaube, sie will einfach die Jungs so ein bisschen leiden sehen. Okay. Gucken wir jetzt einfach? Ja, bitte. Na gut, dann ist hier Lena und ihre Lakaien. I don't wanna talk if it makes you feel bad, and I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad. Seeing me so tense, no self-confidence. The winner takes it all, losers standing small besides her. The winner takes it all. The winner takes it all. The winner takes it all. Ja, und wir wissen ja alle, wer das Gewinnerteam sein wird. The winner takes it all. Unsere Coaches unter der Leitung der Rachegöttin Lena. Oder ja, ob sie auch heute die Siegesgöttin ist, wir werden es jetzt gleich erfahren. Tschüss, Vincent. Der wird sich, glaube ich, gerade mal, wenn das Vincent war, ich habe ihn ehrlich gesagt fast nicht erkannt. Ja. Aber er wird sich ja mal ganz schnell umziehen gehen, Von hinten sah er witzigerweise aus wie Lena. Ah, nein, von hinten war das gar nicht schlecht. Das war auch von vorne nicht schlecht. Ich fand das super, ehrlich gesagt. Ja,